Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Makedonien in Rome Total War 2. ja, hier sehen wir sehr gut der Osten gegen den Westen. Wobei der Osten noch nicht ganz. Warte. So. Nase juckt. So. Der Osten ist ja noch nicht ganz befreit. Pergamon steht ja noch in den Startlöchern. Ja, und hier unten ist so ein kleiner Zipfel. Ich werde jetzt auf jeden Fall schauen, dass Makedonien verteidigt bleibt. Ja, und Pergamon fange ich, glaube ich, nächste Runde an. Also dann habe ich hier noch genug Verteidigung. Kann ich die Fullstack-Armee mit denen schon angreifen. Okay, also nehmen wir an, wir greifen jetzt Pergamon an. Dann fällt Pergamon, also hier seine Hauptstadt, Siede fällt, damit auch die Flotte hier. Dann fällt Hatta. Oh, dann fällt hier Gazaka von mir. Gabala fällt und Pasis fällt. Okay, genau, er übernimmt dann mein Gazaka. Und ja, mit denen übernimmt er eigentlich nichts. Ich weiß nicht, was hier drin ist. Kann ich mal kurz nachschauen? Okay, da ist nichts. Ich weiß auch nicht, ob hier was ist. Da schaue ich dann auch gleich nach. Hier, das ist eine Flotte. Das ist in Ordnung. Gut. Ich würde sagen, dann warte ich noch eine Runde. Dann vernichte ich nächste Runde seine Armee. Ja, genau, dann warte ich noch eine Runde. Nächste Runde wird nämlich auch hier Antea fallen und wahrscheinlich, ja, wobei die könnte ich sogar aufhalten, wenn er sich keine Söldner kauft. Dann hier ist Athen. Athen wird nochmal interessant. Ich glaube, hier baue ich dann einen Militärhafen ein. Das wäre auch historisch korrekter, weil Athen hatte ja so einen riesigen Militärhafen. Das war ja echt krass. Gut, du scoutest mal hier noch auf deinem Weg nach Hause. Du scoutest nicht, du bleibst hier. Okay, die linke vor. Gut, dann schauen wir mal. Ich bin mal gespannt, Über lange Gespräche missfallen. Was? Da ich die Klinge meiner Axt als Argument bevorzuge. Also hör mich an und stimm dann zu. Was? Erstens, die hassen mich. Zweitens, 14.000 für ein Klientelkönigtum, das so riesig ist, ist halt nichts. Was? Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 7, 8, 9, 10, 11. Elf Provinzen haben wir gerade. Das ist nicht sehr viel. Also wir sind von der Fläche sehr groß. Aber er auch. Er hat 1, 2, 3, 4.
4. Nee. Ja, okay, er hat halt... Er hat auch nicht viel, aber Samartien ist groß. Ja, wobei, das hat auch nur 3 Städte drin. 1, 2, 3, 4 Städte sind hier drin. Und das irritiert mich gerade riesig. Das irritiert mich gerade voll. Der will ein Klientelkönigtum und der hat nicht halb Europa, aber sehr viel davon. Okay, Massilia wäre noch heftiger, wenn Massilia das anbietet. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier soll die... Also, ja, Massilia hat auch nur 5 Provinzen. Das ist auch ziemlich groß. Die Gallische Konföderation. Das Ding ist, wenn ich das hier annehmen würde, dann hätte ich fast gewonnen sogar. Moderat, okay. Zehntausend. Niedrig. Friedenabkommen. Nein. Okay, also, was krass ist, ist... Oh, okay. Pella wird bald belagert. Die Liebe zum Gold weckt das böse Mensch. Der will auch ein Klientelkönigtum, aber bei dem Kleinen mache ich das nicht. Also, ja. Die fallen jetzt. Das werde ich auch nicht spielen. Ja, nee, das... Ich würde gerne die Stadt sehen, also wie ich da verteidige, weil wenn ich da zwei Eingänge habe oder einen Eingang, dann kann ich sogar gewinnen. Nee, ich habe nur 2 wirkliche Nahkampfeinheiten, nee. Das erobert dann meine Armee zurück, die da drüben steht. Okay, aber das kann ich schaffen. Das spiele ich jetzt. Alter, die Britannische Konföderation will Klientel von mir werden. Wenn ich dran bin, dann zeige ich euch mal, was dann passiert wäre. Oh nein, das ist so eine. General! Liege in Infanterie bereit! Dann stelle ich mich mal hier auf. Ingeniere! Formt eine Phalanx! Machmieten! Formt eine Phalanx! Steinschleuderer! So. Vier Reihen tief, das könnte passen. Wir müssen nur einen klaren Kopf bewahren und der Sieg ist unser. Macht euch zum Kampf bereit. Liegen Infanterie zu euren Diensten. Warte, ich... Okay, die können sogar bis hier... Warte, dann mache ich sie doch nicht so breit. Dann mache ich sie so. Und die mache ich dann so. Damit die Pikiniereinheit wirklich nicht von der Seite angegriffen werden kann. Ich erwarte eure Befehle. So. Unser General wird angegriffen. Die können jetzt auch schießen. 3 habe ich schon verloren. Ja, das ist noch im grünen Bereich. Uiuiuiui. Hey,
Ja, jetzt sind schon mehr gestorben. Jetzt sind schon 7 gestorben. Schwere Plänkler. Uiuiui. Ich muss dann auf die schweren Plänkler gehen. Weil die haben Rüstungsdurchdringung. Bis zum geht nicht mehr. Feuert auf den Feind! Schilde, das ist ein bisschen blöd. Aber naja, gut. Solange die da stehen bleiben, aber jetzt gehen sie zum Angriff, wie gut. Und ja, schön, die greifen die an. Das ist sehr gütig von ihnen, weil die dürfen sie angreifen. Als Speerkämpfer. Hier, der da ist blöd. Der ist zu nah. Was, die haben jetzt schon Probleme. Aber was sind das denn für welche? Nahkampfinfanterie! Schnell vorrücken! Sind das denn für welche? Ja, dadurch, dass die so zurückweichen, können die in den Rücken angegriffen werden. Ja, jetzt mach mal schneller hier. Unsere Kleinen werden nicht mehr lange aushalten. Ah, das ist sehr gut. Die halten auch nicht mehr lange aus. Das ist sehr gut. Das ist gut. Die sind jetzt rot. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ihr macht einen sehr guten... sehr gute Arbeit. Sobald die fertig sind, werde ich die ein bisschen zurückschicken. Okay, zurückschicken. Und die greifen jetzt da an und dann... und dann hau ich hier rein. Wieso sind die jetzt wieder grün? Das ist voll dämlich. Ja. Gut, der ist jetzt auch wieder grün, das ist super. Das ist halt das Blöde bei Steinschleuderern. Weil die können halt. Es kann halt wirklich passieren, dass. Echt jetzt, ihr schafft es nicht. Löst euch und dann vom Rücken nochmal. Kann es halt wirklich sein, da die die so einen flachen, so eine flache Schussbahn haben, dass sie sehr viel Friendly Fire machen. Jetzt mal fertig. Wir müssen hier angreifen. Sehr schön. Sehr gut. Und dann drücken wir mal hier drauf. Also schwere Sperre, dagegen hat halt der Mob wirklich keine Chance. Also es geht nur um diesen Mali.
dass die jetzt in den Rücken angegriffen werden. Es geht nur darum. Schon sind die ziemlich angeschlagen. Nur weil die einmal kurz in den Rücken angegriffen wurden. Jetzt hole ich mal die zurück. Also mit der Kavallerie ist das natürlich um einiges einfacher. Und dadurch, dass ich das gemacht habe, konnten die ein bisschen ausruhen. Aber ja, ihr seht schon. Die werden jetzt eben. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Ja, okay. Aber ich kann ein bisschen was mitnehmen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Na schön. Gut, dann spüren wir mal vor. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Gut. Wo ist das? Das ist nördlich von Pella, ne? Das ist die Stadt mit den Blei, glaube ich. Genau. So. Unsere Männer fliehen vor der Stadt. Ist halt, ja, ein bisschen eindeutig. Also die Einheit bringt halt genauso wenig. Gut, also, hier sieht man auch, sie haben 653 getötet und ich hab, nee, was? Warte, hier, sie haben getötet 490, danke. Oh Gott. Und ich habe verloren 600. Also ich habe jetzt alle verloren. Also das heißt, die beiden genau, sind halt komplett verloren. Das sind insgesamt ja, 300. Warte, nee, das kann nicht sein. Egal. Ich wollte gerade zeigen, dass ich einige Friendly Fires gemacht habe, aber naja, so geht das nicht. Gut, hier ist die Hauptmission erteilt, das interessiert mich nicht. Wo ist denn seine die ist hierhin, oder? Ich glaube schon. Gut, also noch drei Runden. Pella muss jetzt in Puldevia. Puh. Aber die können es nicht schaffen, Pella einzunehmen. Die da schon. Aber die brauchen länger hierhin. Aber die beiden. Die beiden sind jetzt gefährlich. Kann der da hin? Der kann hier in Pella rein. Dann gebe ich Pulpodeva auf. Und hau mir hier eine Söldnerarmee rein. Sehr schön. So, dann können sie kommen. Wie kann ich euch dienen? Ich werde tun, was ich. So. Genau. Ich wollte euch ja noch zeigen, genau. Ultimatives Ziel. Genau, Syria, Ägypten. Okay, da muss ich Kusch weghauen. Italien, Makedonien, ja, das habe ich jetzt verloren. Makedonien. Okay, dann, also, okay, alles klar. Ich dachte mit,
Okay, ich dachte, mit den mit denen hier hätte ich schon fast gewonnen, aber ich brauche den Norden gar nicht. Ich muss hier Ägypten noch haben, dann Italien haben und dann hier das da haben. Okay, alles klar, dann habe ich gewonnen. Aber ja, an sich habe ich dann trotzdem gewonnen. Gut, dann ist es jetzt soweit. Oder soll ich Cliffhanger machen und dann nächste Runde? Ich glaube ja. Danke fürs Zuschauen. Boah, ich würde mich jetzt hassen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und nächstes Mal gehen wir gegen Pokémon in den Krieg. Bis dahin. Bye, bye.